HR2 Opernbühne. Liebe Hörerinnen und Hörer, Musik aus der Zeit des Sonnenkönigs Ludwigs des 14. steht heute auf unserem Programm, und zwar in einer Aufführung von einem der Originalschauplätze des Königlichen Musiktheaters, nämlich aus dem Schlosstheater von Versailles. Wir übernehmen diese Aufnahme im Rahmen der Euroradio-Opernsaison 1999-2000 von Radio France. Der Stoff unserer Oper ist wohl bekannt. Hier wird nämlich die traurige Geschichte der karthagischen Königin Dido abgehandelt. Die Verfasser dieser Tragödie dürften allerdings nur Spezialisten für französische Barockmusik bekannt sein. Da ist zum einen die Librettistin Louise Geneviève de Saintonge zu nennen, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts recht erfolgreich gewesen sein muss, denn sonst wäre sie wohl kaum zu der Ehre gekommen, eine Oper für das Palais Royal zu dichten. Der Komponist ist Henri Desmarais, der eine abenteuerliche Vita hatte. Er wurde 1661 in Paris geboren, war wahrscheinlich Schüler von Lully und wurde Kammermusiker am Hofe von Ludwig dem 14. Die ersten Opern schrieb er für Versailles, dann kam mit Didon, also dem heute erklingenden Stück, der große Durchbruch. Das Werk wurde 1693 uraufgeführt, übrigens 4 Jahre nach Purcells viel berühmterer Dido-Oper. Weitere Bühnenwerke schlossen sich in den nächsten Jahren an, darunter eine Iphigenie auf Tauris, die Desmarais zusammen mit Cambrin komponierte. Desmarais wurde auch Musikmeister des Jesuitenkollegs Louis Le Grand und verfasste eine große Anzahl von geistlichen Kompositionen. Dem künstlerischen Erfolg aber stand ein recht bewegtes Leben gegenüber. Nach dem Tod seiner ersten Frau verliebte er sich in eine Schülerin, die Tochter eines höheren Beamten, der von diesem windigen und unstandesgemäßen Schwiegersohn aber nichts hielt. Eine geradezu literarisch-dramatische Affäre begann mit Verbringung des Mädchens im Kloster, mit Entführung, einer heimlichen Eheschließung, einem langen Prozess und der Flucht unter Todesgefahr ins Ausland. Zunächst nach Brüssel, dann zum König von Spanien nach Madrid. Lange Exiljahre folgten. 1722 wurde das Urteil revidiert und die Eheschließung für rechtmäßig erklärt. Da war Desmarais inzwischen aber schon Kapellmeister des Herzogs von Lothringen in Lunéville, was er auch bis zu seinem Tode 1741 blieb. Versuche, in Paris wieder zu ehren und an ein Amt zu kommen, scheiterten. Die Oper Didon hat Desmarais, wie sollte es auch anders sein, ganz nach den Vorbildern der Tragédie Lyrique von Jean-Baptiste Lully gestaltet. Allein die äußere Gestalt des Werkes deutet das schon an, denn die Handlung wird in 5 Akte gegliedert, eingeleitet durch einen allegorischen Prolog. Wir hören nun zunächst diesen Prolog und die beiden ersten Aufzüge des Dramas. Mars und die allegorische Figur des Ruhms diskutieren zu Beginn, wie man den Sieg des großen königlichen Feldherrn am besten würdigen könnte. Mars will ein Denkmal errichten, während der Ruhm überall und ausführlich von den Heldentaten des Königs berichten möchte. Eine neue Gestalt erscheint, die Figur des triumphierenden Frankreich, und bringt die siegreichen Soldaten nach Hause. Des Weiteren taucht auch noch Frau Venus mit den Grazien auf und verkündet die Waffenruhe, in der Mars die Herrschaft an die Liebesgöttin abtritt. Der erste Akt spielt im Palast der Dido in Karthago. Man erwartet die Hochzeit der Königin mit dem trojanischen Prinzen Aeneas. Das schlechte Gewissen treibt Dido um, hat sie doch einst an der Totenbahre ihres verstorbenen Gemahls gelobt, keine neue Ehe mehr eingehen zu wollen. In der Zwischenzeit hat der mächtige getulische König Jarbas um ihre Hand angehalten und eine Abfuhr einstecken müssen. Wie tief muss der angesichts ihrer Verbindung mit Aeneas gekränkt sein? Das Volk, das von diesen inneren Konflikten seiner Königin nichts weiß, feiert schon im Vorgriff auf die bald bevorstehende Hochzeit. Im zweiten Akt, der in einer Waldszenerie spielt, sehen wir König Jarbas, der übrigens ein Sohn des obersten Gottes Jupiter ist, tatsächlich in tiefer Bestürzung über das Verhalten Didos. Erst denkt er an Selbstmord aus Liebeskummer, dann an einen Zweikampf mit Aeneas. Sein Vater verspricht ihm Hilfe und schickt vorerst einmal Waldnymphen, die den Sohn beruhigen sollen. Der vertraute Arkas berichtet, dass Aeneas von den Göttern den Auftrag erhalten habe, auf der Stelle Karthago zu verlassen, um ein Reich in Italien zu errichten. Als es nun doch zum Zusammentreffen zwischen den Rivalen kommt, schreitet sofort Venus ein, die ihren Sohn Aeneas vor dem Tod bewahren möchte.
Sie empfiehlt Jarbas das Rezept, wie er die verlorene Liebe wiedergewinnen könnte, mit Zärtlichkeit, Seufzern und Tränen. Soweit die Handlung bis zum Ende des zweiten Aktes. Die Mitwirkenden in dieser Aufführung der Oper Didon von Desmarais, die am 9. Oktober aufgezeichnet wurde, sind die Mezzosopranistin Brigitte Ballet als Dido, der Tenor Mark Tucker als Aeneas, der Bassist Jérôme Corriat als Jarbas und die Sopranistin Salomé Haller als Didos Schwester Anna. Des Weiteren singen der Tenor Serge Goubillou als Arcas und Merkur, der Bassist Jean-Louis Gérouel als Jupiter und Mars sowie Valérie Gabay in einigen Sopranpartien. In kleineren Rollen ist noch der Bassist Bertrand Schubert zu hören. Unter der musikalischen Leitung von Christophe Rousset singt das Vokalensemble Les Éléments und spielen die Instrumentalisten der Talent Lyrik. Thank you.
la guerre et plus le triomphe. Éveillez les exploits du vainqueur de la terre. Une ennemie lui déclare la guerre et plus ses triomphes sont beaux. C'est la seule clémence qui peut désarmer sa province. Il a vaincu mille peuples divers. Si ses désirs égalaient sa puissance, il raserait tout l'univers sous son obéissance. Si ses désirs égalaient sa puissance, il raserait tout l'univers sous son obéissance. Thank you.
Oh,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Je voudrais déjà voir la fin de cette fête. Lorsqu'on est célébré, tout le peuple s'affrète. Le retard de l'instant qui doit combler mes voeux. Arrive dans ces lieux pour vous marquer leur scène. Chacun veut
Thank you.
J'ai pressé mon départ dans ce funeste lieu. Je suis venu trop tard. Un noir pressentiment vient redoubler ma peine et m'assure qu'énervé l'époux de la reine va promptement éclaircir dans mon sort. Mon seul espoir est. Ne t'arrête point, mon lecteur, je suis. Rien ne saurait augmenter mes
augmenter si se peut les tourments que j'endure. Et vous, tristes oiseaux de pâles augures, par vos funestes cris, annoncez mon trépas.
Quand on est sûr du cœur d'une
maîtresse, on cherche ailleurs ses désirs. Ce ne sont pas toujours les plaisirs qui font durer la tendresse. Ce ne sont pas toujours les plaisirs qui font durer la tendresse. Quelqu'un tourne ici, c'est pas... C'est un Troyen, je le vois à ses armes. Ciel, ne serait-ce pas ce trouble rival qui me cause mes alarmes? Je veux m'en éclaircir. Il part, que faites-vous? Je ne puis écouter que mon juste coup. Me fait connaître en vous ce fortuné Troyen, ce ravisseur d'un bien qui pouvait faire un jour la tempête. Ce mouvement jaloux me fait connaître en vous le roi de Gétulie. J'ai vu des dons sensibles à mon ardeur. J'ai sur vous cet avantage. Le ciel jaloux de mon bonheur m'ordonne de quitter Carthage. Je pars accablé de douleur. Faut-il que vous portiez la chaîne d'une charmante reine que je n'ai plus effacée de mon cœur? Ignorez-vous, audacieux, que du maître des cieux, j'ai reçu la naissance. Ignorez-vous, audacieux, que du maître des cieux, j'ai reçu la naissance. Si Jupiter vous a donné le jour, je l'ai reçu de la mère d'amour. Dis-donc, me sera toujours cher, et sans le ciel, à mon amour contraire, avant la fin du jour, je serai son époux, malgré toute votre colère. C'est trop bravé, mon courroux. Mais quel nuage l'environne. Vénus de la Romande, si tu n'as pas le secret de charmer, contre ma fille, soit-il s'armé, ce n'est pas ton rival à qui la voix s'apprend, quand on n'est pas aimé d'une grande beauté, pour la toucher, on doit tout entreprendre. Employer la constance et la fidélité, les soins, le soupir, les larmes sont les armes dont il faut se servir pour devenir heureux. Les soins, les soupirs, les larmes sont les armes qui vont contrer en fait dans la paix. Ressentir une douleur extrême.
aimerais, je livrais son cœur, lui crierais supplice, lui reprocher son injustice et lui faire sentir les mots qu'elle m'a fait. In einer Aufnahme aus dem Schlosstheater in Versailles bringen wir auf der HR2 Opernbühne die Tragödie Didon aus dem Jahre 1693 von Henri Desmarais nach einem Libretto von Louise Geneviève de Saintonge. Im ersten Teil unserer Sendung hörten Sie den Prolog und die beiden ersten Akte des Dramas. Der Chor, Les Éléments und das Orchester, Les Talents Lyriques, werden von Christophe Rousset geleitet. In den Hauptpartien singen Brigitte Ballet als Dido, Mark Tucker als Aeneas, Jérôme Corriat als Jarbas, Salomé Haller als Anna, Serge Goubillou als Arcas und Merkur sowie Jean-Louis Georgel als Jupiter und Mars. Es schließen sich nun die Akte 3 bis 5 an. Der dritte zeigt uns eine lange Allee mit einer Grotte, in der die Zauberin wohnt. Angsterfüllt kommt Dido, um ein Mittel zu erhalten, das die drohende Abreise des geliebten Aeneas verhindert. Die Furien weissagen, dass sich Dido am Abend des Tages eines ewig währenden Friedens erfreuen werde. Die Hexe ruft die Luftgeister zu Hilfe, die in Didos Augen sich in eine Schar von Amoretten verwandeln. Die Zuversicht Didos gerät aber rasch wieder ins Wanken, als ihre Schwester Anna herbeieilt, um von der Abreise des Aeneas zu berichten. Auch Jarbas erscheint, um Dido seiner unverbrüchlichen Liebe zu versichern, was die Königin schroff ablehnt. Jarbas schwört Rache. Im vierten Akt treffen Dido und Aeneas im Palast ein letztes Mal aufeinander. Sie macht ihm Vorwürfe. Er ist verzweifelt, weil er sich doch nicht über ein göttliches Gebot hinwegsetzen darf. Die Tränen Didos beginnen aber Wirkung zu zeigen. Vielleicht ist die Weisung aus dem Olympia nur ein Versuch, die Stärke seiner Liebe zu testen. Wer weiß. Dido legt seine Unsicherheit gleich für sich aus und ordnet erneut die Hochzeit an. Vergebens, denn Merkur kommt in einem fürchterlichen Unwetter und wiederholt drohend Jupiters Befehl. Nach kurzem Zögern erschrickt Aeneas und ergreift die Flucht. Eine Terrasse über dem Meer vor dem Schloss Didos ist der Schauplatz für das bittere Ende der Geschichte. Die Königin klagt ihr unendliches Leid. Vergeblich bemühen sich Nymphen, sie aufzuheitern. Die Lage wird immer finsterer. Schließlich erscheint aus der Unterwelt der Geist ihres ersten Gemahls Sichäes und verflucht Dido wegen ihres Wortbruches. Er zwingt sie zum Selbstmord. Chez Paul et Savoie.
Ne sera jamais sujet.
j'ai tout changement, et qui n'aura plus rien à craindre de l'envie. Thank you.
faut-il vous accabler d'une vie et
si ma raison est pour vous. La foi du cœur est toujours pour guérir. En effet, le débit vient de briser mes frères. Je sors avec plaisir d'un funeste esclavage. Et je ne me souviens des mots que j'ai souffert. Pour haïr davantage, et je ne me souviens des mots que j'ai souffert, pour vous haïr davantage. Ah, que je me sens agité, malheureux, j'ai mon corps bien plus que je ne pense, le seul garant de notre lit. Liberté et la tranquille différence. Et le fureur transforme jaloux, hélas, de quoi me servez-vous? Je vous abandonnais mon âme, vous promettiez de me guérir, et loin d'éteindre ma flamme. Elle qui fait mourir. Mais le fureur transforme jaloux. De quoi me servez-vous? Chassez de votre cœur l'amour qui le possède. Ne voyez-vous c'est l'absence est le plus sûr remède. Quand on ne cesse d'aimer, l'absence est le plus sûr remède. Ah, quel remède affreux, cruel, est-il possible qu'à mes mortels ennuis vous soyez insensible? Vous m'avez rendu malheureux par une injuste préférence. Souffrez du moins que je reste en ces lieux. Peut-être que tant mes soins et ma constance vous feront oublier ce rival odieux. Non, prince, il ne faut point que votre amour souffre. Je vous plains, vous me plaignez, ingrate, et cependant vous me laissez mourir quand vous pouvez me secourir. Faites quelque effort sur vous-même contre un ingrat qui vous manque de foi. Rien ne vous parle-t-il pour moi? Ma douleur, mon amour extrême, ne saurait-il vous attendrir? Ingrate, faut-il vous haïr pour s'attirer votre tendresse? De mon cœur suis-je. Mais craignez la juste vengeance d'un amour.
périte. Mais prenez la juste vengeance d'un amour irrité. Oh,
si charmant fait mon plus grand tourment. Je ne puis soulager votre douleur extrême. Je suis contraint par l'ordre des dieux de quitter ces aimables lieux. Monsieur, ton excuse est mauvaise, mais les dieux vengeurs de ma fidélité commandent-ils d'être infidèle. Je ne puis plus noter de ton légèreté. Achève, ingrat, dis-moi que perfidie ne peut s'assujettir au loin de l'unité. Ne percez point mon cœur de plus funeste coup. Mon sort me paraîtrait toujours digne d'envie. Si je pouvais vivre pour vous. Mais le destin veut que de l'Italie je fasse un empire puissant. Et c'est en vain que l'amour gémissant veut serrer le nœud qui nous lie. Quand vous étiez bien enflammés, vous n'aviez de désir que celui d'être aimé. Quelle cruelle différence que de venir. Vous êtes au pouvoir de vos yeux, vous triomphez charmante et raide.
Thank you.
d'aimable mieux. Dans le bel âge où l'on est fait pour elle, n'attendons pas à ce grand malheureux où l'on ressent ce qu'on inspire guère. Arrête, arrête, et
reconnais Mercure, de la part du maître des dieux. Je viens encore te faire entendre qu'il faut dans ce moment que tu quittes ces lieux. Ou bien tu dois t'attendre de recevoir le prix de ta témérité. Va, sauve-toi durant l'obscurité. Thank you.
Prendre
Thank you.
Sicura adorar
Euroradio Opernsaison 1999-2000. Wir brachten auf der HR2 Opernbühne eine Aufnahme aus dem Schlosstheater in Versailles, entstanden am 9. Oktober dieses Jahres. Auf dem Programm stand die Tragödie Didon von Henri Desmarais, ein Werk aus dem Jahre 1693, nach einem Libretto von Louise Geneviève de Saintonge. Es sang das Ensemble Les Éléments und es spielte das Orchester Les Talents Lyriques unter der Leitung von Christophe Roussy. In den Hauptrollen sangen Brigitte Ballet als Dido, Mark Tucker in der Counterpartie des Aeneas, Salome Haller als Anna und Jérôme Correa als Jarbas. In weiteren Rollen wirkten Valérie Gabay, Serge Goubillou, Jean-Louis Georgel und Bertrand Schubert mit.